Vielen Dank, dass wir bei Kienle Automobiltechnik zu Gast sein dürfen. Unser Gesprächspartner ist der Unternehmer und Inhaber Klaus Kienle. Also ist im Prinzip der 600er für Sie so der Einstieg in die Oldtimer-Branche? Also der Einstieg war mehr oder weniger der 300 SL. Also der 300 SL war für mich auch schon im Werk immer das Beste vom Besten. Und da, wo ich war in den Abteilungen, da haben meine Mitarbeiter oder die Leute, die auch an den Fahrzeugen gearbeitet haben, gesagt, oh, will ich nicht. Damals gab es ja noch AW-System, da mussten sie also einen Motor in 3 Stunden ausgebaut haben und in 4 Stunden wieder eingebaut. Und da haben viele gesagt, gibt es im Kinde, der macht an den alten Autos, weil damals war sie nicht alt, der macht an den Autos noch rum. Und ich habe immer die schwierigsten Fahrzeuge dann gemacht, 600er und 300 SL. Und dann in der Garage halt in Hildesheim, wo ich dann war, gearbeitet, dann 10 Leute, 20 Leute, so ging es dann halt aufwärts. Also haben Sie sich wirklich von der Pike zum Unternehmer, Mittelstandsunternehmer hochgearbeitet? Ja, das kann man sagen. Lehrlinge sind das Gold von morgen. Ja, weil es auf dem freien Markt, wir suchen ja eigentlich, seit ich meine Firma habe, suchen wir immer Leute. Damals vor 30 Jahren, da hat man noch Leute für die Leiche bekommen von Mercedes, aber das gibt es heute nicht mehr. Ja. Da haben wir also Motorenbau-Lehrlinge. Karosseriebau ist auch sehr wichtig, weil wir tun ja nicht Spachteln oder sonst was machen, sondern wir tun noch Verzinnen, Verlöten. Und das Verzinnen, das ist ja eine aussterbende Kunst. Ja. Das kann ja keiner mehr. Ja, bei der Mille Miglia, da hatten wir schon 1988 haben sie die erste Mille Miglia wieder aufgelebt. Und da haben sie die alten Rennfahrer eingeladen und unser Sponsor oder der, wo das aber mitgefahren ist, war der Fürst Metternich und der war 1954 dabei. Der hat dann gesagt, Kienle, du kennst die Autos, kauf mir oder besorg mir ein Auto und begleitest mich dann. Und da habe ich dann die ganzen Leute kennengelernt und seit 88 sind wir eigentlich fast jedes Jahr dabei gewesen. Und die letzten 10 Jahre als Sponsor. Also Tegernsee ist eine nette kleine Veranstaltung, Konkursveranstaltung. Da trifft man sich auch wieder, das ist ja wie so ein Familientreffen ist das, ja. Und dann waren wir halt noch in Amerika, Pebble Beach, ja. Mein Sohn Mark, der macht dann weltweit Porsche oder SLR oder neuere Autos. Man muss auch dann die Leute bedienen, die jetzt nicht gerade sagen, ich brauche ein altes Auto, ich möchte gerne was Neues. Und das waren dann die Söhne. Das ist das Schöne, dass man ein Familienbetrieb ist, wo mehr oder weniger, sagen wir mal, das alles Hand in Hand geht, ja. Aber wir sind eigentlich eine große Familie mit 80 oder 85 Mann und manche sagen, seit Anfang an habe ich Leute, wo ich mich selbstständig gemacht habe, die dann nach einem Jahr dazugekommen sind als Lehrling und die schaffen heute noch. Wunderbar. Aber die gehen bald in Rente. Für Sie. Kienle kenne ich, wenn ich ein Auto kaufe, vielleicht gehe ich da mal hin.